Hi, ich zeige dir hier in diesem Video, warum eigentlich jeder schamanische Geistheilung lernen sollte. Denn die Möglichkeiten, die man damit hat und die Fähigkeiten, die man da lernt, die sind so viel mehr, als man vielleicht zunächst denkt. Für mich war das eigentlich damals schnell klar, dass ich das lernen muss mit der schamanischen Geistheilung. Ich wusste zwar nicht, welchen Weg ich da nehme und ich hätte nie gedacht, dass ich das auch unterrichten würde, aber in meiner Seele hat es einfach Ja gesagt. Ich muss das lernen. Und mein inneres Kind hat Freudensprünge gemacht. Und dann habe ich im Laufe der Jahre halt gesehen, was mir das alles bringt. Das hat mir nicht nur einen Beruf geschenkt, sondern das hat mich persönlich auch sehr weitergebracht. Und wenn ich damals schon gewusst hätte, was mir das alles bringt, dann wäre ich noch höher gesprungen, sozusagen. Dann war es krass. Und ich bin da auf, ich würde mal sagen, so 10 gute Gründe gekommen, warum das eigentlich für jeden was ist, wo es auch dieses Ja gibt. Oder man sagt so, oh ja, irgendwie spricht mich das an. Grund Nummer 1 ist, du bekommst Verständnis über Schamanismus durch eigene Erfahrungen. Das heißt, wenn dich das Thema Schamanismus anspricht, Naturrituale, irgendwie Rituale, spirituelle Rituale machen zu Hause oder auch in der Natur, dann, wenn du das nur aus Büchern lernst, dann wird immer was fehlen. Das heißt, wenn du das so richtig dann lernst von jemandem, der das auch praktiziert und der das dir quasi dir helfen kann, eigene Erfahrungen zu machen, angeleitet, ne? Dann weißt du, um was es geht, sozusagen. Dann ist es nicht nur Theorie. Da hast du Erfahrungen und kannst mitreden. Der Grund Nummer 2 ist, wenn man das richtig lernt, verbessert man seine Energetik enorm. Also bei mir war früher immer das Thema, dass meine energetische Abgrenzungsfähigkeit mies war, weil ich auch überlastet war durch Dinge, die ich aufgenommen habe von der Umwelt und deswegen immer viel Energie verbraucht habe, um das zu verarbeiten, was ich drin hatte. Durch schamanische Tätigkeiten, durch schamanische Ausbildung, durch meine Übungen habe ich mein Energiesystem so trainiert, dass es stabil ist und ich immer genug Energie zur Verfügung habe, wenn ich sie brauche. Dann das Dritte ist, du lernst gezielt in nicht alltägliche Bewusstseinszustände zu gehen. Was bringt das? Na ganz einfach, du bekommst hier und da dann einfach eine erweiterte Sicht auf dich und dein Leben. Ne? Man sagt ja auch gern so, das Auge sieht sich selbst nicht. Ne? Es gibt diese Betriebsblindheit, dass man selber nicht checkt, zum Beispiel in einer Beziehung, was ist da los, wenn man selber drinsteckt. Wenn man sein Bewusstsein erweitert, dann kann man das Ganze mit etwas Abstand betrachten. Und dann Bewusstsein ist immer der erste Schritt hin zu einer Heilung, zu einer Verbesserung. Das Vierte ist, das tut deiner Gesundheit enorm gut. Da könnte ich dir jetzt allein Videos über Videos drehen, was das für gesundheitliche Vorteile hat. Wenn man sich, ich sag mal, seiner geistigen Entwicklung und seiner spirituellen Entwicklung hingibt, weil wir Menschen sind nicht nur ein materieller Körper, sondern viel, viel mehr. Und das wirkt alles auf allen Ebenen miteinander zusammen. Der fünfte Grund ist, du lernst sehr viel über die geistigen Ebenen der Natur. Das heißt, du lernst nicht nur das Materielle im Wald zu sehen zum Beispiel, sondern du lernst auch die Waldgeister zu sehen, mit denen zu interagieren und verstehst darüber die Natur nochmal ganz anders. Also auch hier eine Erweiterung des Bewusstseins. Punkt 6 ist, du bekommst die Fähigkeiten, selbst nachzuschauen. Was meine ich damit? Du kannst, wenn du dich hier und da mit Krafttieren und Pflanzengeistern beschäftigst oder dich fragst, was ist die Seele, was ist ein hohes Selbst, was ist der Geist, was ist das Unterbewusste, was ist das alles? Wenn man sich da nicht selber reinbegibt und das durch Erfahrungen quasi erforscht, dann muss man glauben, was andere sagen. Dann hat man zwar viele Infos, aber noch kein Wissen. Und wenn du selber die Fähigkeiten hast, es dir selber anzugucken, selber Erfahrungen zu machen, dann schaffst du Wissen. Ja? Und dann weißt du, wie es ist. Du bist dann unabhängiger und hast auch mehr Macht über dein Leben, weil du da einfach mehr weißt. Und wer die Zusammenhänge kennt, der kann auch besser entscheiden. Punkt Nummer 7. Du kannst energetisch für Mutter Erde arbeiten. Auch ganz toll. Ne? Was wir Menschen der Erde antun, ist oft nicht so cool. Ja? Und mit schamanischen Ritualen kannst du auch für die Natur arbeiten und da was zurückgeben. Punkt Nummer 8. Du kannst dir und anderen helfen, mehr Harmonie im Leben zu erlangen. Ne? Schamanische Geistheilung. Darum geht es. Mit sich selbst mehr in Harmonie zu kommen, mit seiner Umwelt mehr in Harmonie zu bekommen, mehr zu sich in Frieden zu kommen, mehr seine Seele kennenzulernen, den eigenen Seelenplan,
Berufung finden, mehr Erfüllung finden und dann noch anderen helfen, das Gleiche anzuregen, einen ähnlichen Weg zu gehen. Punkt Nummer 9, du kannst deine schamanischen Fähigkeiten auch nutzen, um Geld zu verdienen. Du musst nur eine gute Qualität lernen und du musst natürlich der Typ dafür sein. Und Punkt Nummer 10, du bekommst mehr Bewusstsein über die Dinge, die hinter dem Vorhang abgehen. Und das ist vielleicht interessiert vielleicht viele besonders, weil wenn man da einfach sich, dass man, da kann man in Bereiche rein und Dinge angucken, da kommt man normalerweise nicht ran. Und gleichzeitig bekommst du, wenn du mit schamanisch arbeitest, auch die Fähigkeiten, dort dann einzuwirken. Das heißt nicht nur Erfahrung zu machen, gucken, wie ist es, sondern auch ja, heilsam auf die Dinge einzuwirken. Ich nenne es jetzt einfach mal hinter dem Vorhang. Das auszufüllen überlasse ich dir. Ja, das sind so, na, ich könnte jetzt noch weitermachen, es gibt noch weitere viele tolle Gründe, aber es sind mal so 10 knackige Gründe, warum ich sage, hey, das sollte eigentlich jeder lernen, aus meiner Perspektive. Ne, so. Klar ist auf jeden Fall, dass man jemanden braucht, der einem das beibringt, der einem das richtig beibringt. Ein Lehrer oder ein Mentor oder wie auch immer man das nennt. Und zumindest, dass man die Grundlagen lernt. Wie ich zum Beispiel auch dir das beibringen könnte und ob du dazu mehr passt, das können wir sehr gerne in einem kostenfreien Beratungsgespräch zusammen rausfinden.